berühmter Doppelspieler mit einem nicht so berühmten Servus Alex. Gratuliere zunächst einmal zum Erstrundenerfolg. Wie war das? Kannst du ein bisschen was erzählen noch über die Partie? Ja, wir haben erste Runde gestern gegen Cela und Arnold gespielt. War ein schwieriges Match. Erster Satz 6-4 verloren, obwohl eigentlich ganz gut gespielt. Aber ein bisschen unglücklich mit dem ersten Satz. Und dann haben wir uns richtig gesteigert, waren eigentlich die ganze Zeit über das bessere Doppel. Haben 6-2, 5-2 geführt, am Ende ist es noch ein bisschen länger geworden als gewünscht. Aber es hat eigentlich passt für die erste Runde, war sehr gut. Wir sind weiter und um das geht's. Der Christopher Kass ist ja ganz ein Lustiger. Wie harmonierst du mit ihm? Sehr gut, also wir haben schon ein paar Mal miteinander gespielt und jetzt auch in dem Jahr öfter schon miteinander gespielt und hat immer gut funktioniert. Wir verstehen uns außerhalb sehr gut, verstehen uns am Platz sehr gut und ja, umso mehr man miteinander spielt, umso besser wird das Ganze natürlich auch, umso mehr versteht man sich am Platz und um das geht es ja schlussendlich. Die nächsten Gegner Lopez Marrero sagen jetzt vielleicht nur Insidern was. Was sagen sie dir? Wie gefährlich sind sie? Sie sind sehr gefährlich auf Sand. Die haben letztes Jahr zwei Turniere gewonnen in Estoril und das 500er in Hamburg. Sind zwei Spanier, die da jetzt einen Elfer von der Grundlinie ausspielen, beide sehr, sehr starke Vorhand. Schwächen sicherlich auf der Rückhand, die müssen wir versuchen auszunutzen und einfach versuchen, sie die ganze Zeit zu attackieren, damit sie ihr Grundlinienspiel nicht so aufziehen können. Alex, wie ist das für dich, wenn du da auf so ein Grand Slam-Turnier kommst und vorher oft einmal nicht genau weißt, mit wem du eigentlich zusammenspielen wirst? Ein bisschen eine Lotterie oder bist du das schon gewöhnt über die Jahre? Ich bin über die Jahre gewohnt, Partner zu wechseln, aber weil es halt irgendwie bei mir immer so der Fall war, durch mein Einzelranking, was sich immer so zwischen 100 und 200 irgendwo aufgehalten hat und dadurch konnte ich nie mit einem Partner wirklich regelmäßig spielen. Aber bei den Grand Slams, du weißt es ja schon ein paar Wochen vorher und machst dir das aus, also das ist kein großes Problem. Wie gefällt es dir in Paris generell? Paris gefällt mir prinzipiell sehr gut, das Turnier gefällt mir auch sehr gut. Ist ein bisschen zu klein teilweise der Spielerbereich, aber das wollen sie glaube ich eh ändern, wollen sie verbessern. Das ist auch notwendig, finde ich. Aber ansonsten ist es super Atmosphäre, finde ich. Und ja, für einen Tennisspieler sind die besten Sandplätze, die man sich wünschen kann. Also macht immer wieder Spaß herzukommen. Toi, 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 da hoffen wir, dass es wieder zumindest ins Viertelfinale geht, so wie vor ein paar Jahren. War, glaube ich, der größte Erfolg. Ja, hier war ich mit Bernd Bau im Viertelfinale vor ein paar Jahren. Hoffe natürlich, dass es wieder so weit geht, vielleicht sogar ein bisschen weiter. Man weiß ja nie. Und dann müssen wir eben dann am Samstag ansetzen, dass wir die zweite Runde gewinnen. Toi, 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 danke. Danke.